So, ein herzliches Hallo und willkommen hier bei Muma85TT. Liebe Freunde der Sport der Mitte, heute mal wieder ein kleines, aber feines Video für euch. Ein kurzes Update, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Und ich möchte heute in diesem Video mal auf einige Fragen eingehen, die in den letzten Wochen und Monaten an mich gerichtet worden sind, in Bezug auf die Digitalisierung, auf dieses ganze Thema Digitalfahren. Mich haben da so ein paar Fragen erreicht. Zum einen wollte mal einer wissen, wenn die Maschine einen Decoder eingelötet bekommen hat oder schon von Werk aus digitalisiert ist, fährt die auch auf einer analogen Anlage. Ja, liebe TT-Bahner, eins vorweg, ihr könnt mit euren digitalen Modellen selbstverständlich jederzeit noch auf einer analogen Anlage fahren. Das ist gar kein Problem. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr euren Fahrregler, euren Trafo etwas mehr aufdrehen müsst, als wie ihr das von euren analogen Modellen gewohnt seid, weil ja der Decoder selbstverständlich auch Strom zieht erstmal und das dann wahrscheinlich am Motor fehlt und die Fahreigenschaften darauf hin zurückzuführend nicht mehr ganz so sind, wie ihr es von analog Modellen gewohnt seid. Also sprich, ihr braucht A mehr Strom und B kann sein, dass der Motor dann verzögert anspricht und wahrscheinlich auch ein paar kleine Sprünge macht. Das ist das, was ich mal so gelesen und gehört habe. Aber wie gesagt, grundsätzlich mit digitalen Lokomotiven auf analog ist kein Problem. Nur umgedreht, das funktioniert überhaupt gar nicht. Also wenn ihr jetzt eine Lokomotive habt, die noch analog ist und ihr wollt mit der auf einer digital gesteuerten Anlage fahren, das funktioniert nicht. Zum einen, weil ihr im Digitalbetrieb eine höhere Spannung am Gleis anliegen habt und zum anderen, weil ihr die Lokomotive aufgrund des fehlenden Decoders keine Adresse hat und somit vom System nicht erkannt wird. Ihr könnt sie quasi nicht steuern, wenn ihr die aufs Gleis setzt und ihr kriegt die Digitalspannung, kann es euch passieren, dass irgendetwas kaputt geht. Also das lasst besser bleiben. Das dazu. So. Punkt 2. Wenn ich mich recht entsinne, war das der YouTuber DRTT. Meines Wissens nach kommt er aus Thüringen. Ist ein ganz netter Mensch, hat noch nicht so viele Videos gemacht. Ist aber dabei, dann wahrscheinlich in den kälteren Monaten seine Anlage umzubauen. Der hat noch das alte BTTB-Gleis, sprich Berliner TT-Bahn-Gleis auf seiner Anlage und überlegt nun, ob er auf das Pilzgleis umsteigt, beziehungsweise hat er da seine Entscheidung schon getroffen, wenn er das Video sieht. An dich erstmal noch herzliche Grüße und wir hatten ja schon mal regen Kontakt über die Kommentare. Und hier jetzt nochmal für all die anderen, die es interessiert, weil an mich die Frage gestellt wurde, welche Lokomotiven digitalisiere ich? Meine Antwort darauf, alle, die ich besitze, beziehungsweise fast alle, die ich besitze. Und da sind wir breit gefächert. Da haben wir also, wie gesagt, BTTB-Maschinen, wir haben Tillisch-Maschinen, wir haben hier Rocco rumfahren, wir haben hier Pico rumfahren, wir haben hier eine Köf von Arnold momentan nur rumstehen, weil die noch nicht digitalisiert ist. Ja, wir haben von Yat und ich weiß nicht, was wir sonst noch für Hersteller haben, was ich hier so am Stehen und Fahren habe, aber da hätten wir jetzt die meisten schon mal genannt. So. Und die Fragen kamen dahingehend auf mich. Die Leute haben ja meine Bastelvideos gesehen, wo ich mal im Video gezeigt und erklärt habe, so die ersten, die einfachen Schritte,
um überhaupt erstmal eine Analoglokomotive selber mit einem Dekoder auszurüsten. Weil der eine oder andere sich da von sich aus wahrscheinlich nicht rantraut an diese bastlerische Aufgabe, Tätigkeit. Mir ging es anfangs auch so, ich habe gesagt, gut, okay, ich mache jetzt auf digital und da, wo keine Stecker drin sind, das mit dem Einlöten, da schaffe ich die Lokomotiven zum Fachhändler, soll mir da die Decoder einlöten und fertig ist der Lack. Nur ist das eine Kostenfrage und ich habe dann irgendwann mal im A&V zwei Decoder für 25 Euro geschossen und habe mir gedacht, okay, sofern die zwei Dinger noch funktionieren, probierst du dich jetzt mal selber im Einlöten und siehe da, die Decoder funktionierten noch und ich habe es auch fertig bekommen, die einzubauen und habe mir dann gedacht, Mensch, das war jetzt aber schon ein bisschen eine Überwindung und auch finanziell ein kleines Risiko. Du hättest ja auch die Maschinen komplett versauen können, dafür, dass man das erste Mal gemacht hat und ich hatte da nirgends eine Hilfestellung. Ich habe das quasi alles so ein bisschen selber zusammen gesucht, meine Informationen aus Literatur, aus dem Internet, selbstverständlich auch aus dem Internet. Es wurde mir dann auch mal noch zum Vorwurf gemacht, ich hätte mein Halbwissen aus dem Internet. Ja, liebe Leute, woher habt ihr euer Wissen, sofern ihr überhaupt Wissen habt? Ihr lest's auch nur in Büchern und ob die nun online sind oder ob die Printmedien sind, das ist letzten Endes wurscht. Erstmal noch einen schönen Gruß an die Leute da draußen, die der Meinung sind, sie müssen ihren Senf dazugeben, alles besser wissen und selber aber keine praktischen Tipps weitergeben. Egal, ob das jetzt fachlich kompetent ist oder einfach nur mal so, um anderen Leuten zu zeigen, in welche Richtung das geht, wie das funktioniert, um ein bisschen einen Anstoß zu geben und auch den Leuten mal so ein bisschen Input zu geben, beziehungsweise auch mal so da ein bisschen die Panik und die Angst rauszunehmen, man könnte was kaputt machen. Kaputt gehen kann immer was, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber das ist eben halt so eine Sache, woraufhin ich die Videos damals gemacht habe. Wo ich gesagt habe, Mensch, das gibt's doch nicht auf YouTube. Alle präsentieren sie ihre schönen neuen Lokomotiven, Wagen, was weiß ich nicht, was sie alles gebaut haben. Aber keiner oder nur sehr wenige, es gibt Ausnahmen, Entschuldigung, bei denen, die es doch tun. Aber kaum einer, der ein fertiges Endprodukt präsentiert auf YouTube, zeigt, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist. Gibt eine Anleitung oder irgendwas. Das sind leider wenige. Ja, so viel jetzt mal noch dazu. Kleiner Seitenhieb in die Richtung. Ja, jedenfalls kam halt die Frage an mich heran, wie gesagt, welche Modelle tust du digitalisieren? Meine Antwort war, alles, was so bei mir rumsteht. Nun hat man die Hersteller schon genannt. Nun gibt es aber ab und zu auch so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, auch das kam schon in den Kommentaren vor, wo ich aus meiner persönlichen Sicht, Meinung und Überzeugung sage, das kannst du aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich bleiben lassen, weil es Unfug ist. Einer dieser Kandidaten sehen wir schon hier vorne. Berliner TT-Bahnmodell, Baureihe 119. Ihr seht schon, man kann sie so bewegen. Die hat also keinen Motor, kein Getriebe mehr drin. Die habe ich ausgeschlachtet, die ist nur noch Dummy. Die kommt irgendwann mal so zum Einsatz. Mal schauen, vielleicht machen wir da mal noch ein schönes Video von. Ja, das ist so ein Kandidat, wo ich all denen, die mich fragen würden, wollen, lohnt sich's nicht. Mein Fazit, mein Feedback. Baureihe 119, Baureihe 250 bzw. 155 Berliner TT-Bahn. Digitalisierung, Blödsinn. Der Decoder ist mehr wert als die Lokomotiven. Grund hierfür ist ganz einfach. Es wird nur ein Drehgestell angetrieben. Kann ich jetzt gar nicht mal sagen, welches das ist.
Bei der Baureihe 01 von Berliner TT-Bahn ist es auch so, dass nur zwei Achsen angetrieben werden. Nur ist es dort so, die zwei Achsen sind hinten im Tender und der Tender ist fast komplett aus Metall. Das heißt also im Klartext, da entsteht durch das Gewicht Reibungsmasse, was hier bei der Baureihe 119 und Baureihe 250 nicht der Fall ist. Die hat diesen Zinkdruckgussrahmen, schweres Wort, hier unten rum und den Motor drin und das war's. Also die Modelle, die ziehen jetzt nicht wirklich sonderlich viel weg. In der Ebene bei mir war es mit viel Krach die vierteilige Doppelstockeinheit. Die Loks wurden immer schneller. Nee, die wurden immer lauter und nicht schneller. So wollte ich sagen. Ja. Genau, Baureihe 119, Baureihe 250, Baureihe 110, V100, Berliner TT-Bahn. Wenn mich jemand fragt, meine persönliche Meinung, Digitalisierung zwecklos. Könnt ihr bleiben lassen. Ja, wo lohnt sich's? Wo kann man es machen? Um hier mal einen der ältesten Vertreter vorzustellen, die Baureihe 56. Ich habe ja schon mal den Motor parat gelegt, den habe ich mal aus einer anderen Maschine ausgebaut. Das könnte sogar der von der 119 sein. So sehen die aus. Das sind die Rundmotoren. Die kriegst du im Grunde genommen fast nicht kaputt. Ich sage fast nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Braucht man nicht diskutieren. So. Da haben wir ein Zimo MX600 eingelötet in die feine Lok. Und dann gucken wir uns doch jetzt mal an, wie fein so eine Lokmotive mit einem Decoder und den richtigen Einstellungen, zu denen ich dann auch gleich noch was sage, fahren kann. Dann nehmen wir hier die Multimaus. Und das ist jetzt so ziemlich das langsamste, was geht, also Kriechgang. Also ihr seht schon hier, ja, ein bisschen nachschubsen muss man ab und zu mal. Die Gleise sind wohl noch ein wenig verschmutzt. Na. Das ist jetzt der Vorführeffekt, Leute. Ich weiß, ihr seid andere Qualitäten aus meinen Videos gewohnt. Jetzt seht ihr das mal, das machen wir jetzt mal live und fast ungeschnitten. So, also ihr seht schon, damit lässt sich arbeiten. Ich muss auch dazu sagen, die Lokomotive hat mittlerweile schon hinten im Tender Nachbauachsen drinne. Das ist nicht mehr original Berliner TT-Bahn. Auch die Beleuchtung hier vorne, jetzt hat sie leider nur noch ein Rangierlicht. Da habe ich schon zu Analogzeiten so ein LED-Satz mal eingebaut. Da hat es aber leider schon eine durchgeschossen. Das ist meine Bastelarbeit. Wenn mal wieder ein Pfeng übrig ist, da bestellen wir mal was neu. Da bauen wir mal eine vernünftige Frontbeleuchtung wieder ein, dass das wieder funktioniert. Ja, ansonsten Getriebe, Motor, wie gesagt, ist noch original Berliner TT-Bahn. Hinten die Achsen im Tender, die wurden schon mal getauscht, dass das nicht mehr ganz so rumeiert. Das war mal recht schlimm. Ansonsten will ich mal sagen, ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen, wie alt das Modell ist, aber die wird schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Und für das Alter, was sie vermutlich auf dem Buckel hat, sind die Fahrmanieren, die wir jetzt hier zu sehen haben, ganz ordentlich. Man könnte das Ganze jetzt noch ein Stück übertreiben und könnte ein neuen Motor reinbasteln mit Schwungmasse. Ich habe da letztens im Internet schon was gesehen. Da hat gleich noch ein neues Zahnrad mit dran. Kostet allerdings noch 99 Euro. Und da warten wir mal, entweder fällt da der Preis noch oder ja, machen da mal irgendwas anderes. Aber wie gesagt, in absehbarer Zeit ist das jetzt erstmal ausreichend. So, wie gesagt, das ist jetzt die älteste Bauform mit dem Rundmotor und dem originalen Berliner TT-Bahn-Getriebe.
wenn die Loks ordentlich gereinigt sind, ein bisschen Schmiere, nicht komplett verölt, aber eine vernünftige Wartung vorausgesetzt, saubere Gleise, saubere Stromabnahme an der Lokomotive, kann man schon ganz gut was machen. So, dann kommen wir mal zur nächsten. Der nächste Kandidat, wo ich sage, da lohnt sich auf jeden Fall eine Digitalisierung. Das ist hier die Baureihe 23 bzw. 35. Ja, jetzt will wieder nichts. Also hier die Gleise, die sind wohl etwas verschmutzt. So. Hier haben wir schon den eckischen Motor drinne, das wäre halt dieser. Ja, bei der müsst ihr euch jetzt hier hinten diesen hinteren Teil, da ist hier nicht dran. Der Motor hier im Bild, da ist aus der Baureihe 01, zeige ich euch dann gleich. Ja, das wie gesagt, im Grunde genommen die Lokomotive auf Basis des späten Berliner TT-Bahn-Modells. Ich würde mal so schätzen, Ende der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre sind die entstanden. Die Form gab es ja schon von Zeuge. Das wird euch der TT-Kollege von Simons TT-Modellbahnwelt oder wie der Kanal jetzt gleich richtig heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Simon, ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich kann mir leider nicht alles merken. Das ist so ein kleiner Zeuge-Fetischist, will ich mal sagen. Da ist er ein absoluter Freak. Da hat neulich jetzt ein Video hochgeladen. Da hat er wieder super schöne Sachen erstanden. Da sammelt da jetzt und geht da richtig drin fest. Der wird es mit Sicherheit bestätigen können, dass diese Lokomotive irgendwann in den 60er, 70er Jahren, glaube ich mal, von Zeuge Wegwerth produziert wurde. Dann wurde das ja später Berliner TT-Bahn, kurz BTTB. Und ob da mal eine Überarbeitung stattgefunden hat, jetzt im Formbau, kann ich jetzt so nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall hat sich dann am Antrieb mal was geändert. Die ganz alten Zeugemodelle, da geht ein Stirnrad-Schneckengetriebe auf die mittlere Achse und die vordere und hintere Treibachse wird mit der Stange mitgezogen. Bei der Maschine ist es jetzt so, dass vom Motor aus eine Stange mit einem Zahnrad, Stirnrad nach unten geht und hier eine Schnecke antreibt, eine Welle, wo alle drei Achsen angetrieben werden. Das ist dann auch bei den späteren Berliner TT-Bahn-Modellen genau dasselbe. Und das hier ist, wie gesagt, so ein tillig überarbeitetes Modell. Da haben sie dann hier eine feine Steuerung hier aus Metall. Und vielleicht ist da an der Spritzform nochmal ein bisschen was gemacht worden. Aber im Großen und Ganzen ist das noch original, so wie es mal von BTTB entwickelt, entworfen wurde. Wie gesagt, der Motor ist halt neu gekommen dann. Das ist so die klassische Mitte-90er-Geschichte. Bis diese Modelle dann mal vom Markt verschwunden sind und überarbeitet wurden, wie es bei Tillich hieß. Ja, wie gesagt, das habt ihr jetzt hier gesehen, wie die Fahreigenschaften so sind. Ja, mal kurz ein Stück hin und her hier. Also auch das ein Kandidat, der sich durchaus lohnt zu digitalisieren. Dann lassen wir die hier jetzt mal aus dem Bild rollen und holen uns gleich mal die nächste Maschine heran. Das ist nämlich dann die Baureihe 01. So, dann lassen wir jetzt hier mal die 01 ins Bild reinrollen. Das ist ja ebenfalls Berliner TT-Bahn. Meines Wissens nach haben die Leute, die Ingenieure von Berliner TT-Bahn hier ein ganz klein wenig bei Pico abspioniert. Ah, die Kabel hier, das ist der Beleuchtung geschuldet. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Das wird mal noch abgeändert. Das soll jetzt aber nicht Gegenstand sein. Ja, ich glaube gehört zu haben, dass man da bei Pico bei der 01
was hier dieses schwenkbar gelagerte, ja, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt, dass die Achsen so schwenkbar gelagert sind, dass die auch durch die damaligen engen Radien kommt. Das ist ja auch so ein Kandidat, wo es auch Digitalisierung lohnt sich. Sofern. Ihr eine Maschine besitzt, ergattern könnt, je nachdem, wo die Treibräder noch einwandfrei mitlaufen. Da ist Obacht geboten bei den Berliner TT-Bahn-Modellen. Die Materialien damals zu DDR-Zeiten, die Eingefleischten wissen das, die Jüngeren unter euch werden das wahrscheinlich nicht so wissen. Die Achsen, die sind mit irgendwas legiert. Ich weiß jetzt nicht, was. Ob das eine Nickellegierung ist oder irgendwas anderes. Jedenfalls, das neigt dazu, sich gerne mal ein bisschen in seine eigenen Bestandteile aufzulösen, beziehungsweise sich auszudehnen. Wenn was natürlich passiert, wenn sich hier die Achsen, die Stifte, wenn sich das ausdehnt, brauche ich schon näher erklären. Die bleiben stecken, die gehen fest und es dreht sich nicht mehr. Also das wäre bei der Baureihe zu beachten, bei der 01, dass alle Räder schön frei drehen, dass sie laufen und dann habt ihr da eigentlich auch keine Probleme. Dann ist das ein Modell, wo ich sage, lohnt sich auf jeden Fall zu digitalisieren. Ja, da ist ebenfalls auch dieser Motor drinne. An der Antriebstechnik habe ich auch hier nichts gemacht. Und wie ihr seht, die fahren schon ganz vernünftig. Zum Thema vernünftige Fahreigenschaften, Geschwindigkeiten, den ganzen etc. pp. Ich habe da ja so meine Internetseiten, auf denen ich dann gerne mal gucke, wenn ich was umbaue, wo ich mir Tipps raushole, rauslese. Bei manchen sind die Umbauanleitungen so vollumfänglich, dass sogar die CV-Werte, die verwendet worden sind, mit eingetragen wurden. Nicht auf allen Seiten, aber auf manchen, beziehungsweise müsstet ihr dann entweder durchprobieren oder ihr findet im Netz irgendwo meine Tabelle, wo das ein bisschen aufgelistet ist. Ja, zu den CVs. Wer digital fährt, hat das schon mal gehört. CV1 die Adresse, die 2 ist die Anfahrspannung, die 3 ist die Anfahrverzögerung, die 4 ist die Bremsverzögerung und die 5 ist die Höchstgeschwindigkeit. Und mit diesen Werten, die man ja schreiben kann, bekommt man dann halt eben auch bei solch alten Modellen passable Fahreigenschaften hin. Bei der 56 zum Beispiel hier vorne, das kann ich sagen, die hat bei mir in der Anfahrspannung habe ich mal gar nichts drin gemacht. In der Anfahrverzögerung habe ich einfach mal den Wert 20 eingegeben, an der Bremsverzögerung habe ich den Wert 12. Und bei der Höchstgeschwindigkeit habe ich mich dann letzten Endes auf den Wert 65 festgelegt. Wie gesagt, bei der 56, wo wirklich noch ziemlich viel Berliner TT-Bahn Konstruktion drinsteckt. Und ihr habt ja vor uns gesehen, was für Fahreigenschaften man da rausholen kann. Ja. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere auf die Idee kommen, zu sagen, oder beziehungsweise die Frage aufkommen, warum macht man das, dass man hingeht und sagt, man setzt sich da am Küchentisch hin oder im Hobbykeller und bastelt dann in diese alten Modelle noch ein Decoder rein, du dann noch rumlöten und friemeln und machen und mehren, vielleicht sogar noch ein bisschen Geld in Luft aufgehen lassen. Weshalb der ganze Aufwand, wenn es die Modelle in viel, viel detaillierter, in glänzend, in neu, in schick, in schön, vielleicht sogar schon mit Sound ausgerüstet, fix und fertig aus der Verpackung gibt.
In unserem speziellen Fall ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Ganz besonders in Bezug auf Tillisch. Ich will jetzt der Firma Tillisch nichts Schlechtes nachsagen, aber es ist einfach nicht von der Hand zu weisen und das kann jeder, der mag, in einschlägigen Internetforen nachlesen. Die Modelle der Baureihe 56, auch die 86, ich habe sie zwar noch nicht digitalisiert, aber das ist auch ein Kandidat, wo ich sagen kann, bei da lohnt sich das mit Sicherheit auch, die zu digitalisieren, wenn sie noch von Berliner T-Bahn bzw. Tillisch Umbau ist. Ja, 56, die BR86. Auch die, ich glaube, es war die Baureihe 84, haben oftmals die Kunden Probleme gehabt, dass zum einen die Stromabnahme nicht so recht funktionieren wollte, dass die Lokomotiven nicht so fahren wollten, wie sie sollten, dass sie mehr gehupt und gesprungen sind. Mir ist auch schon berichtet worden, dass bei den Modellen die Treibstangen, die Steuerung, das Ganze, wo das aus Plastik ist, dass das sehr, sehr empfindlich ist. Und mit empfindlich meine ich jetzt nicht, dass das schnell durchbricht, sondern dass die in einem Hundertstel Millimeter Bereich in die Achsen gesteckt sind und sofern man da irgendwo etwas auch nur um ein Müh verschiebt, die ganze Geschichte dann nur noch am Haken ist und es sich kein Rad mehr dreht. Und was noch erschwerend hinzukommt, dass die Lokomotiven, die komplett überarbeiteten, beziehungsweise man kann schon sagen, die neu aufgelegten Tillisch-Modelle dieser gerade genannten Baureihen einfach mal keine Zugkraft haben. So, und da sind wir wieder bei dieser Thematik, was wir vor uns hatten. Diese Fehlkonstruktion, wie wir sehen, auch in der Neuzeit, auch neue Modelle sind davon nicht verschont geblieben, ausgeschlossen. Bei Berliner TT-Bahn war es die Baureihe 110, 119, 250. Früher hat man sich gefreut, dass es die Modelle überhaupt gegeben hat. Aus heutiger Sicht kann man sagen, Neukauf. Und bei eben den Lokomotiven der Firma Tillisch, die neu aufgelegten, die Baureihe 84, die 86, die 56. Genau dasselbe Theater, die sehen zwar schick aus, aber haben halt aufgrund dieser Neukonstruktion einfach nicht mehr das Gewicht, die bringen nicht mehr die Reibungsmasse mit und ziehen einfach nichts vom Teller. Wie gesagt, wer dahingehend nähere Informationen braucht, der braucht bloß mal im TT-Board, da im Forum nachlesen. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, beziehungsweise kein Geheimnis, dass es da Problemchen gibt. Ja, und eben aus diesem Grund, weil sich da auch schon viele geärgert haben, habe ich die Modelle digitalisiert und werde sie auch noch ein Weilchen behalten. Und noch aus einem anderen Grund, den zeige ich euch jetzt gleich mal. Die neu konstruierten Tillisch-Modelle zum Beispiel, die haben ja bei den Dampflokomotiven, bei den Vorläufern, gut, bei der 01 sieht man es jetzt nicht, ich nehme jetzt einfach mal hier die 56. Wenn wir jetzt hier mal drunter schauen, seht ihr ja hier diese Metallteile. Ja. So, jetzt mal nur anhand dieses Vorläufers. Diese Konstruktion hier so existiert ja bei den ganz neuen Tillisch-Modellen nicht mehr. Die haben dann hier vorne eine sogenannte Kinematik drinne. Da sitzt eine Feder und da ist der Vorläufer in der Kinematik drinne. Und da ist das Problem gegeben, dass bei zu engen Radien bzw. ja, auch bei unsauber verlegten Gleisen dann einfach mal der Vorläufer gerne mal rausspringt aus dem Gleis und das macht im Betrieb einfach mal keinen Spaß.
Jetzt wird er sagen, wenn er hier von Berliner TT-Bahnmaschinen redet, woher weiß er das denn mit diesen Kinematiken? Die Baureihe 5280, die ich ja besitze, hat eben diese Kinematik und ich habe das mal versucht, die bei mir im Innenkreis auf Gleis 2 fahren zu lassen und durch die Bogenweiche, welche ich euch mal zeigen kann. Also hier an dieser Bogenweiche, die steht sogar gerade in der Richtung, dass man hier nach Gleis 1 bzw. 2, Was ja hier die beiden Gleise sind, hier steht gerade der coole Zug, das wäre Gleis 2, hier drüben, wo der Doppelstockzug steht, Gleis 1. Oder auch dann auf die Nebenbahn hoch. Da mit der Baureihe 5280, wo eben halt dieser Vorläufer in dieser komischen Kinematik drin sitzt. Das habe ich ein paar Mal versucht. Und der Vorläufer, da sprang mir an dieser Stelle hier permanent raus. Entweder ist da wirklich der Radius zu eng oder es ist irgendwo ein Knick drin. Ich kann es so genau nicht sagen. Und das ist dann halt schon eine ärgerliche Sache. Wenn dir deine Lokomotiven in Kurvenfahrten bei Fahrten über Weichen zu Entgleisungen neigen, weil einfach die Norm bzw. der kleinste befahrbare Radius bei vielen Tillisch-Modellen und auch die anderen Hersteller haben sich das mittlerweile so zur Gewohnheit gemacht, als kleinsten befahrbaren Radius den 310 zu nehmen und alles, was unter dem liegt, funktioniert halt nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass genau an der Stelle bei mir die Weiche wirklich ein bisschen unsauber oder ein bisschen zu eng verlegt ist. Ich kann es so genau nicht mal sagen. Jedenfalls ist es ärgerlich. Und bei den alten Berliner TT-Bahn-Modellen, wer noch früher auf den alten Berliner TT-Bahn-Gleis gefahren ist, da wird es mit Sicherheit wissen, dass da ganz, ganz andere Radien noch vorhanden gewesen sind. Engere Radien, kleinere Radien, die für eine Baureihe 86, für eine Baureihe 56 oder auch die 23 keine Probleme darstellten. Selbst die 01 durfte wohl da noch durchgekommen sein. So, ja, jetzt hat das Video bestimmt schon wieder eine beachtliche Länge erreicht. Also fassen wir nochmal kurz zusammen, wieso, weshalb Berliner TT-Bahn-Modelle digitalisieren. Lohnt sich's nicht. Kurz und bündig gesagt, es kommt auf das jeweilige Modell drauf an, wie sind die Fahreigenschaften im analogen Betrieb, wenn die in Ordnung sind und das Modell optisch noch in einem guten Zustand ist, kann man es durchaus machen. Wer mit engen Radien zu tun hat, wie es bei mir teilweise der Fall ist, dem ist es sowieso anzuraten, da auf die Modelle zurückzugreifen und nicht zu vergessen, wie gesagt, halt die Zugkraft, die manchen neueren Modellen dann doch wohl im gewissen Maße überlegen ist. Es ist eben halt immer ein bisschen abzuwägen. Jeder Mann sollte da sich selbst sein Urteil bilden. Es gibt Leute, die fahren trotzdem noch mit Modellen, wo ich sage, nee, lohnt sich nicht. Bei manchen spielt auch immer so ein bisschen Sentimentalität mit rein. Vielen Leuten bedeuten ja manche Modelle mehr, als wie sich das manch einer erahnen kann. Und ja, so ist das einfach. Kurzum würde ich das dann
hier langsam auch beenden, das Video. Dann machen wir hier noch eine ganz kurze Blockparade mit den drei eben gezeigten Modellen. 56er ist ja gerade nochmal durchs Bild gerollt. Hier kommt jetzt nochmal die 23er. Und hier jetzt zum Schluss nochmal die 01. Und damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt erstmal mit dem Video Schluss. Das war also jetzt mal so die Sicht der Dinge, wie ich es empfinde. Wie gesagt, es ist eben halt manches immer so ein bisschen ein streitbares Thema. Manche Sachen könnte man ausdiskutieren. Es gibt für mancherlei Dinge Pros und Kontras, da gibt es die verschiedensten Argumente. Wie gesagt, das war halt jetzt so das, wo ich meine Erfahrungen mitgemacht habe. Was jetzt nicht bloß ich irgendwo gehört, gesehen, gelesen habe, sondern was ich auch wirklich auch im Betrieb auf der eigenen Anlage wirklich bestätigen kann. Es ist halt einfach auch die breite Masse, die das ähnlich sieht. Und ja, für manch einen könnte das Video vielleicht eine kleine Hilfestellung sein. Wenn dem so ist, freut es mich natürlich. Falls noch irgendjemand zu dem Thema Fragen hat, da kann es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wer noch kein Abo hat, da kann auch gerne ein Abo dalassen. Ansonsten bleibt mir jetzt hier an dieser Stelle erst einmal euch noch ein wunderschönen Sommer zu wünschen. Es geht ja jetzt langsam in Richtung Ferienzeit, Urlaubszeit. Da ist die MOBA vielleicht jetzt gerade nicht ganz so aktuell. Der eine oder andere Hardcore-Eisenbahn-Freak kriegt natürlich nie genug von der Bahn. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Wie gesagt, wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer. Bleibt mir gewogen, wenn es dann wieder mal heißt, herzlich willkommen bei MUMA 85 TT. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.